Hallo. Hallo. Wir wollen heute versuchen, ein Video auf Deutsch zu machen, und zwar für das Pfefferminzöl von doTERRA. Und als erstes wollen wir zeigen, wie man das benutzen kann. Und zwar ist ein Tropfen ist dasselbe wie 28 Tassen Pfefferminztee. Sehr Nur stark. ein Tropfen. Oh, Ein das waren Tropfen. zwei. Und dann kann man ein bisschen davon an den Gaumen machen, um zu spüren, wie das innerlich wirkt. Und da merkt man schon. So erfrischend und das merkt man gleich Ziemlich stark. sofort. Und dann tut man es einrein. Einatmen. Oh. Einatmen. Aber langsam einatmen und die Hände nur über die Nase So machen. stark. Und so Nicht. erfrischend und kühlend. Ja. Das fand, ja, amazing, fantastisch. Nur ein Tropfen. Ein Tropfen reicht schon, um alle drei Anwendungsweisen auszuprobieren. Und zwar am Anfang innerlich an den Gaumen und dann einatmen. Und dann merkt man, wie sich die Atemwege öffnen durch den kühlenden Effekt von dem Pfefferminzöl. Da spart man am Pfefferminztee. Also das Pfefferminzöl ist sehr kühlend und hilft auch bei leichten Kopfschmerzen, weil es wirklich so erfrischend ist. Ich habe immer im Auto welches dabei. Zum einen, weil es mich erfrischt auf langen Fahrten, wenn ich nicht mehr genug Energie habe, und dann ist es so belebend. Nur ein Tropfen und den einatmen und den Rest in den Nacken reiben, weil es dann auch schön kühlt und belebt. Ja, weil wir haben einfach ein Tissue genommen, das in die, wie In sagt die man, Ventilation Ventilation gesteckt. ein Tropf drauf machen und sofort das ganze Auto riecht so Ja. schön. Ja, und das wirkt auch ganz toll, wenn man Reisekrankheit kriegt, wenn es einem im Auto schlecht wird. Ja. Und dann wirklich nur einen Tropfen auf ein Tissue, auf ein Taschentuch machen und das einatmen. Und das geht ganz schnell, fühlt man sich dann. For seasickness? Ja, es ist dasselbe. Ja. Also auch wenn es einem schlecht wird auf dem Boot oder im Flugzeug, da wirkt es ganz schnell. Es kühlt auch genug, um ein Fieber zu senken. Und man kann das dafür nur an Tropfen, ein oder zwei Tropfen auf die Fußsohlen einreiben, weil dort die größten Poren sind im Körper. Oder auf den Rücken. Oder man kann auch Kompressen damit machen. Und zwar tut man dann in eine Schüssel kaltes Wasser und ein, zwei Tropfen darauf. Und das Öl schwimmt dann auf der Oberfläche vom Wasser. Und dann kann man einfach einen Waschlappen da drauflegen, bis der sich vollsaugt mit dem Wasser und Öl, und dann den auswinden und auf die Waden machen. Kühlt auch den Magen, das Verdauungssystem. Wenn man Magenbeschwerden hat, kann man es direkt ein, zwei Tropfen auf den Bauch draufreiben. Oder wenn man zu scharfes Curry gegessen hat, ist das auch gut. Und im Diffuser für Ja, den und beim Raum frisch zu Diffuser, machen. genau. Ja, mit ein bisschen Orange. Mit ein bisschen Orangenöl, dann ist es ganz belebend und erfrischend. Also das Pfefferminzöl ist wirklich sehr vielseitig anwendbar. Und am besten, ihr probiert es selber aus. Das ist ganz billig, oder? Nicht so Ja, teuer. Pfefferminz ist eines der günstigsten Öle. So, echt gut. Kann man auch direkt trinken, einen Tropfen ins Wasser. Oder was ganz gut ist, ich tue oft eine Tafel dunkle Schokolade nehmen und dann tue ich das in Stücke brechen. Und dann nur einen Tropfen von dem Öl drauf und einen Behälter schütteln und dann so 10, 15 Minuten stehen lassen. Und Vielleicht dann ziehe ich kannst du das ganz gut erzählen, ein. dass es ganz sicher ist zu trinken, weil manche sagen, dass man ätherische Öle nicht trinken darf. Ja, aber die von doTERRA, die sind ganz rein und deshalb kann man die auch innerlich anwenden. Und wir würden das nicht mit anderen Firmen mit den Ölen machen. Wirklich nur mit denen von doTERRA, weil das die reinsten Öle sind, die man kaufen kann. Ja, emotional. Emotional ist es das Öl von Buoyant Heart. Wie sagt man dann Buoyant auf Heart, Deutsch? das Herz Das belebend zu ja, machen. Ja. dass das Herz sich frisch Ja. und belebt anfühlt. So fühle ich mich jetzt. Okay. Okay, Also, bis euch mal bald. einen schönen Tag. Tschüss. Bye.